Hier, um die Politik vom Reden abzuhalten. Um das zu widerlegen, gebe ich dir gleich mal das Mikro, Ramona. Ist das in Berlin möglich? Ich sage zuerst, es ist wünschenswert. Du hast an den Klatschern auch mitbekommen, dass es auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, nah dran ist an dem, was die Grünen so erarbeitet haben. Grüne Investitionen in Dächer, in grüne Dächer, in grüne Fassaden, in mehr Grün in der Stadt, aber eben auch die Frage Wasser spielt heute auch schon eine Rolle mit dem Flussbad, aber eben auch, ich glaube, da, wo es schwieriger wird für die Stadt, ist die Frage moderne Mobilität. Da haben wir einen Anspruch, den haben wir nicht alleine offensichtlich, aber ich glaube, dass wir da noch viel, viel tun müssen. Da geht es nicht nur ums Geld, also mehr Geld für den Radverkehr. Ja, da nicken alle schon mal und dann setzen sie es nicht um, weil das irgendwie nicht, haben wir heute auch schon den halben Tag diskutiert, irgendwie nicht so gemacht worden ist die letzten 10 Jahre, also machen wir es jetzt auch immer noch nicht. Also wünschenswert ja, an der möglichen wollen wir ja arbeiten und zwar miteinander und deswegen sitzen wir ja auch hier. Okay, und dann frage ich mich, dann frage ich mich, was denn eigentlich das Problem ist, weil eigentlich hört sich super an. Also wir müssen sofort draufspringen und sagen, ja, yeah, hurra, aber irgendwie scheint es ja noch zu klemmen mit der Umsetzung und ich weiß nicht genau, woran die liegt. Und da leite ich mal über an den Think-Do-Tank-Inhaber und Gründer, Jakob, weil du denkst den ganzen Tag darüber nach, wo ist unser Problem, dass wir nicht schneller vorwärts kommen mit diesen Visionen? Puh, große Frage. Für kleine Fragen frage ich jemand anderen. Ich glaube, dass wir zu sehr uns in so manchmal so grüner Nachhaltigkeitsfolklore wohlfühlen, so mehr Fahrrad wäre, ja, schön begrünte Wände, wunderbar. Aber dann, wenn es wirklich um eine Innovationsfrage geht, wie soll denn das gehen und wie soll man das, was eigentlich da ist, umbauen, da wird es kompliziert und dann bleibt man schon gerne mal so ein bisschen populistisch und sagt, ja, dann lass uns doch erstmal gucken, wir fangen mit dem Einfachen an. Und ich glaube, mit dem Einfachen anfangen kommen wir einfach nicht weit genug. Jetzt glauben wir, dass man mit diesen Urban Technologies und ne, wie das alles heißt, unheimlich viel Geld verdienen können, oder? Die Wirtschaft wird dadurch belebt. Das wäre jetzt die Wirtschaft der Zukunft für Berlin. Wenn wir die Vorreiter sind, dann woher kommt das Geld jetzt da genau aus den Fahrradwegen? Wir reden über verschiedene Sachen. Das eine ist, wer bezahlt die Infrastrukturen, wer bezahlt die Bauten vor Ort, bis hin zu den Radwegen und so weiter. Natürlich, das ist öffentliche Hand. Wenn man es klug macht, muss es nicht viel teurer sein als normal. Wir haben in unserer Kostenplanung auch immer so einen kleinen Innovationsaufschlag mit drin, um einiges zumindest im Anschub finanzieren zu können. Schwierig wird es dann, wenn man mit richtigen Innovationen ankommt, insbesondere wenn Fördermittel mit dabei sind, weil die Förderrichtlinien immer sagen, Stand der Technik, nicht? Und es muss bewährt sein. Also das heißt, ich komme mit neuen Ideen an und die sind eigentlich nicht genehmigungsfähig. Da komme ich so in die erste Falle der Umsetzung rein. Da muss man sehr stark mit der Verwaltung zusammenarbeiten und nach kleinen Löchern suchen, um das umsetzen zu können. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Frage der Wertschöpfungsketten und die Reindustrialisierung auch in Berlin wieder möglich zu machen, aber nicht so wie in der Vergangenheit, sondern mit moderner Produktion. Also wenn ich daran denke, was aus dem 3D-Druck alles rauskommt, aus den dezentralen Produktionsprozessen, aus dem Ganzen, was wir im Augenblick mit Industrie 4.0 bezeichnen, wenn ich mir die großen DAX-Konzerne angucke, die alle so ein bisschen rüberschielen nach Berlin, wir haben ja keinen hier, aber die schicken ihre ganzen Innovationsabteilungen her. Ja klar, dann wird es hier erdacht und in München umgesetzt. Nicht notwendigerweise. Wir haben aus dem Grunde, wir haben keine Industrieflächen in Berlin große. Hier haben wir 80 Hektar in einem Stück. In Marzahn oben haben wir nochmal 90 Hektar. Diese Angebote hatten wir bisher nicht. Also jetzt haben wir neue Gebiete geschaffen, wo sich auch Industrie ansiedeln kann. Und, das realistisch? Das ist schön, dass wir einen Hossbach da haben. Ist das realistisch, dass wir wieder volle Fabrikhallen haben werden, weil die in München keinen Platz mehr haben? Na, die Chance ist auf alle Fälle da. Das glaube ich schon, ansonsten würde man es ja nicht machen. Und wenn wir hoffentlich irgendwann mal dazu kommen, dass es realistisch um die Frage geht, was machen wir auf diesem Flughafengelände des heutigen Flughafen Tegel, das hat ja noch bestimmte Voraussetzungen, die bis dahin noch erfüllt sein müssen, aber das hoffen wir natürlich sehr, dann ist es ein absolut genialer Ort, um neue Produktionen fast mitten in der Stadt tatsächlich ausprobieren zu können, unter den Grundvoraussetzungen, die wir ja sehr eindrucksvoll gehört haben. Es ist das Leitprojekt für mich, für die Berliner Industriepolitik, über die wir jetzt seit einigen Jahren reden und in die die Stadt ja auch richtigerweise schon einiges an Geld reingesteckt hat. Welche Unternehmen ganz konkret dann dort anfangen werden zu produzieren, in welcher Art und Weise?
das wird sich dann noch zeigen. Ja? So, das muss sich dann noch entwickeln. Aber die Grundidee, hier einen Ort zu schaffen, wo man eben aus Wissenschaft und aus solchen Unternehmen, die für die moderne und klima- und ressourcenschonende Stadt produzieren, ausdenken und produzieren, die ist, glaube ich, sehr gut und die hat auch Chancen. Aber kriegen wir damit die ganzen Leute gefüttert? Wir sind 3,5 Millionen Leute, bald 400.000. Wir planen in Labors, wo 50 Leute planen und dann baut BMW vielleicht so eine Art Prototypfabrik hier, aber die großen Produktionsreihen werden doch nicht mehr nach Berlin kommen. Können wir damit ganz Berlin füttern mit diesen innovativen... Ja, es geht eigentlich noch um was ganz anderes. Und zwar merken wir jetzt generell in der Industrielandschaft, man braucht einen neuen Typ von Mitarbeitern, der sehr viel höher qualifiziert ist, als das früher war. Es sind ja hochkomplexe Produktionsprozesse. Und wenn Sie nach Stuttgart, Waldorf, sonst wohin gehen und dort mit der Industrie reden, die haben ein Problem. Die kriegen nämlich die jungen, hochbegabten Leute nicht mehr in die Provinz rein. Die sind in Berlin. Wir haben hier zu viele junge Leute und zu wenig Arbeitsplätze. Und die Industrie hat unten zu viel Kapazitäten, aber zu wenig Leute, qualifizierte Leute. Und das ist der Grund, aus dem ich persönlich glaube, also da zahlen sich einfach 25 Jahre Hochschulpolitik aus und Berlin zu einer Wissenschaftsstadt zu machen, also diese Frucht, die können wir jetzt ernten. Und die Partys und die Clubs und die Subkultur an sich. Das trägt dazu bei, ganz klar. Ich wollte noch mal kurz auf den Punkt zurück, den Jakob gesagt hat. Das ist nicht unbedingt alles nur Folklore, weil wenn ich mir dann doch irgendwie die Berliner Politik mal so anschaue, wie ich sie seit ein paar Jahren ja auch kenne inzwischen, dann kann ich nur sagen, gerade in der Frage Mut und auch die Ambition zu haben, ökologische Politik zu machen, die sich wirtschaftlich auch auszahlt, dafür brauchen wir auch schon so eine Art Mentalitätswechsel. Das ist ein etwas strapaziertes Wort, aber das braucht es in Berlin tatsächlich, weil ich kenne ja kaum eine Regierung, die so unwahrscheinlich wenig Öko will und auch kann, ganz offensichtlich. Und das ist wirklich ein Drama in Berlin, weil wir könnten daraus ja auch was machen. Ist wohl wahr. Ja, ja, nur mal bei dem Punkt zu bleiben. Also in der Tat, ich meine, das Drama ist, die Frage war ja Innovation, ne? Grüne Innovation. Innovation ist erstmal nicht die einfachste Lösung. Und für Politik ist die einfachste Lösung, die schnelle Lösung, die man schnell sehen kann, erstmal die angenehmste. Und es ist natürlich wahnsinnig hart für einen Politiker zu sagen, ich muss jetzt was ausprobieren und ich kann denen nicht in einem Jahr sagen, ob es funktioniert. Ich habe was funktioniert ein bisschen, aber es ist eigentlich nicht ganz richtig. Dann wird eher das nicht ganz Richtige gemacht. Und das ist ein Riesendesaster. Aber es ist auch naiv. Ja, jetzt aber. Es ist aber auch naiv, ein bisschen zu sagen, oh, wir wissen nicht, ob es funktioniert oder nicht. Wir haben gerade so viele Beispiele gesehen aus dem Ausland, wo wir halt Prototypen haben, die funktionieren. Wir sehen zum Beispiel, bestes, einfachstes Beispiel in Dänemark mit den Fahrradwegen, es funktioniert. Es funktioniert nicht nur, weil Fahrradwege gebaut wurden, sondern weil die Steuern aufs Auto so schweineteuer ist, dass sich das kein Mensch leisten kann. Also da zu glauben, ist ja naiv. Also es ist nicht so, dass die Leute denken, oh, ich tue jetzt was Gutes, ich fahre Fahrrad. Es ist so kalt da im Norden, wenn da schon mal jemand von euch war, sondern es ist einfach nur so teuer. Und genauso liegt es dann halt in der Verantwortung, hier bei uns in der Politik nicht nur Weichen zu stellen und Möglichkeiten, sondern halt auch vielleicht ein bisschen schärfer und ein bisschen mehr zu fordern. Und ja. Ja, und schön, dass du gerade sprichst, weil du repräsentierst ja quasi die Hightech-Ferne, Green Tech, die aus Berlin wächst, die wahrscheinlich viel mehr Arbeitsplätze jetzt schon hat, als die ganze Branche, die Herr Boutelier vertritt. Erzähl mal kurz von Original Unverpackt, dass wir wissen, was ihr macht. Arbeitsplätze finde ich ein tolles Stichwort. Das ist tatsächlich das Schöne am Gründen, dass man Arbeitsplätze schafft. Eines Morgens so aufwachen, dann krass, ich habe Mitarbeiter. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, man muss nicht Hightech, man muss nicht große Investitionen haben von Milliarden von Investoren und VCs aus den USA. Man kann auch mit ein bisschen Crowdfunding und lokalen Kredit einer lokalen Bank Arbeitsplätze schaffen und Innovationen schaffen, indem man halt einfach guckt, was war früher möglich. Original Unverpackt ist, wie du schon sagtest, ein Supermarkt in Kreuzberg, wo man einkaufen kann ohne Einwegverpackung, also ohne Verpackungsmüll. Und wir haben keine hohe Technik, wir haben keine krassen Selbstbedienungsmaschinen, sondern einfach nur das Konzept genommen, wie es früher war, aus dem Tante-Emma-Laden und das ein bisschen hübscher gemacht. Und könnt ihr so ein Erfolgsding wie die Bio-Company demnächst hinlegen? Glaubst du, das ist möglich? Wir sind schon, wenn ich etwas großen Wahnsinnig sprechen darf, erfolgreicher, weil die Bio-Company hat nicht Ableger in ganz Deutschland und zum Teil auch der ganzen Welt, die nach dem Wissen fragen und Franchise-Nehmer werden wollen. Habt ihr?
sind wir dabei, langsam aufzubauen. Wie viel war euer Startkapital, was ihr über Crowdfunding eingesammelt habt? Beim Crowdfunding hatten wir 110.000, unser tatsächliches Startkapital war aber 0 Euro. So, da frage ich doch mal nach links, ist das nicht eventuell unsere neue industrielle Revolution 5.0? Das sagt die ehemalige Finanzerin und das kostet nicht mal Geld. Das kostet nicht mal Geld. Nein, aber Milena hat ja einen Punkt angesprochen. Politik darf sich ja nicht aus der Verantwortung stehlen, auch zu steuern. Auch zu steuern über Gesetze, auch über Grenzwerte, über all die Diskussionen, die wir ja führen, die dann aber regelmäßig halt anders entschieden werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich das Ziel setzt, wie das jetzt Berlin getan hat, zumindest jetzt auf dem Papier, aus der Kohleverstromung auszusteigen, und zwar mit einem relativ knappen Blick nach vorne, dann muss man natürlich auf der anderen Seite daran arbeiten, was anderes aufzubauen. So, aber ich bin schon gespannt, ob dieser Beschluss überhaupt jemals umgesetzt wird, weil irgendwann kommt es und heißt wieder, oh, das ist viel zu mutig, das kriegen wir ja alles so schnell nicht hin, da braucht man ja ganz heftige Maßnahmen für. Auch das Thema Klimaschutzgesetz für Berlin, da erzählt mir ein Senator ganz lang und breit, dass das ja ein ganz umstrittenes Thema sei und dass man jetzt nur so was ganz Kleines macht, damit das wenigstens irgendwie Namen kriegt, das Kind. Aber ein echtes Klimaschutzgesetz, wo man tatsächlich auch in Schritten sagt, wir modernisieren hier auch die Gebäude, wir wissen doch alle, gerade in Städten, Philipp, du hast zwar gesagt, wir leben hier Ressourcen schon, weil wir so eng aufeinander leben, aber nichtsdestotrotz sind Städte an sich ja als Konvolut eine mega Energieschleuder, gerade was die Frage von Heizen und Ähnlichem angeht, dass man sich halt eben an diese Themen auch macht, wo man auch irgendwie sich klare Zeitpläne setzt, wo man aber vielleicht auch mit einer Vision arbeitet und ich teile, was du gesagt hast, was aber glaube ich auch nicht unumstritten ist, daran anzuknüpfen, womit Berlin ja industriell groß geworden ist, mit Elektrifizierung. Und ich glaube, dieses Stichwort oder dieses Bild Electric City könnte durchaus auch was haben, was sowohl nachhaltig dann funktioniert, aber eben auch Arbeitsplätze schafft, weil es halt eben dann doch um Produktion geht. Und wir reden über Elektromobilität rauf und runter und jetzt steht da draußen eine Ladesäule, die Sie vielleicht alle gesehen haben. Und wieder die ewige Geschichte, es sollten eigentlich schon 400 sein und nächstes Jahr 800, real sind das 5. Aber immerhin kann man mit 5 Prototypen zumindest weltweit mehr verkaufen, weil es zumindest irgendwie in Berlin steht. Und dann sagt man die Zahl 5 mal lieber nicht. Aber ich würde mir auch wünschen, dass das halt eben bei uns nicht nur mit 5 Prototypen steht, sondern tatsächlich in der ganzen Stadt. Ich glaube, der erste Kunde von EB, so heißt die Firma, war eine italienische Kleinstadt. Und ich glaube, auch in Leipzig stehen schon mehr als in Berlin inzwischen. Ja, also wir verkaufen tatsächlich schon grüne Technologie nach draußen, die wir nicht mal bei uns anwenden. Ganz erstaunlich. Ich würde nur an der Stelle, weil es gut passt, einfach gerne ein kurzes Wort sagen, irgendwo viel vorhin und dann reden wir doch mal über moderne Produktion, die wir bisher ja gar nicht haben. Also das halte ich für ein falsches Bild. Also in Berlin hat zwar natürlich einen dramatischen Absturz gegeben an Industrie, aber wir haben inzwischen ja eine Stabilisierung und wir haben unter anderem die wirklich die stärkste Konzentration hier mit an energietechnischer Kompetenz, die wir in Deutschland und sogar in ganz Europa wirklich haben, in einem Ballungsraum. Das muss man einfach sehen. Und auch das ist natürlich ein Punkt, also da nicht nur ein Punkt, das ist ein Umstand, an den man ganz stark anknüpfen muss. Da werben wir schon lange dafür. Es wäre sicherlich noch einfacher, wenn das Siemens Headquarter meinetwegen wieder in Berlin sein würde. Das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Fakt ist aber, dass es nach wie vor der größte Produktionsstandort ist. Daraus kann man mehr machen. Ja? Und das führt mich noch zum anderen Punkt, den ich gerne reinbringen möchte. Wir reden ja hier viel über Energiewende oder die ganzen klimaschutzorientierten energiepolitischen Dinge, die natürlich alle passieren müssen. Wir müssen es schaffen, und das kann man auf der Landesebene wie auf der Bundesebene versuchen, besser zu verbinden, das, was da passieren muss in Energiepolitik und Industriepolitik. Also die Frage, das ist ja ein gigantischer Umbauprozess, der hier ansteht. Ich erinnere an die Karte, die wir da vorhin gesehen haben. Da hieß es irgendwie gigantisch, also die ganzen Windanlagen, Solaranlagen und so weiter, ja, die ja mit wirklich unendlich viel öffentlichem Geld letzten Endes ja provoziert worden sind. Es ist viel zu wenig gelungen, in diesem Kontext eine moderne und dann auch nachhaltig wirkende Industrie aufzubauen, ja? Sondern im Gegenteil, wir haben hier furchtbare Prozesse erlebt, wir haben miserable Arbeitsbedingungen dort erlebt, gerade in diesen Bereichen, ist auch heute noch so, in der Windkraftindustrie und auch im Bereich der Solarindustrie haben wir ziemlich unschöne Zustände. Wir haben viele Leute, die dabei sich, naja, eine goldene Nase verdient haben oder eine goldgrüne Nase von mir aus und die da zu wenig in die Verantwortung genommen werden bis heute. Na, wenn wir mal an Lösungen rangehen, wenn ich jetzt ein
wohlhabender Kunde wäre, könnte ich bei Thema 1 mal eine Denkaufgabe stellen, einen Auftrag abgeben. Ich sage, ich habe da eine Stadt, die ist Nummer 1 als, an Gründungsaktivität, die meisten Gründungen bundesweit, das meiste Venture Capital europaweit, der größte Wissenschaftsstandort und eine tendenziell offene Bevölkerung, die für Neuerungen generell offen ist. Trotzdem kriegen wir es nie auf die Reihe, da eine deutlich sichtbare Wirtschaftsleistung hinzukriegen. Was müssen wir tun? Also die, ich glaube, als allererstes müssen wir sehr ehrlich mit uns sein und auch unsere eigenen Botschaften uns sehr, sehr genau anschauen. Also ich sitze auf Veranstaltungen mit Berlin Partner und man schrägt vor sich her, dass jetzt in Berlin mittlerweile mehr in Startups investiert wird als in London und jeder springt auf jedes Startup, was irgendwo gegründet wird. Realität ist, dass mit diesem Startup-Boom gar nicht so viele Arbeitsplätze verbunden sind und gar nicht so viel reale Wertschöpfung. Das heißt, meines Erachtens setzen wir einen viel zu starken Fokus auf dieses neue, vermeintlich hippe Junge, verlieren dabei ein bisschen aus dem Auge die wirklich großen Aufgaben, die auch mit Arbeitsplätzen verbunden sein können. Und das ist in der Tat der Umbau unseres Energiesystems. Ich finde es Quatsch, über Elektromobilität zu reden, wenn wir nicht wirklich von fossilen Stoffen weggekommen sind. Also wir müssen das erneuerbar herstellen, sonst brauchen wir überhaupt kein Elektroauto, wenn wir Kohlestrom dafür brauchen. Und das hat dazu geführt, dass wir so hier und da so ein paar, im wahrsten Sinne des Wortes, Ölfeuer haben, die sehr, sehr hell brennen mit sehr viel Rauch, aber eigentlich uns ein bisschen davon wegbringen, wirklich hinzuschauen. Insofern bin ich wahnsinnig gespannt, was da in Tegel passieren soll. Ich bin gespannt, weil ich mit Herzen Berliner bin. Ich bin ängstlich, weil ich denke, was wir jetzt nicht nochmal brauchen, ist nochmal ein Riesenprojekt und dieser Wunsch nach, früher war es dann Biotech, wäre das vor 15 Jahren, hätte man einen Biotech-Park gemacht, jetzt ist es ein Startup-Park. Brauchen wir das wirklich? Müssen wir da wirklich jetzt nochmal Milliarden investieren oder kümmern wir uns wirklich um ein paar naheliegende Dinge? Also die kurze Antwort ist, lass uns nicht auf diesen Startup-Boom so raufspringen, wie wir das alle gerade tun, weil der wird in 3 Jahren vorbei sein. Nee, aber stattdessen machen wir was? Naja, also in jedem Fall, was die Startups angeht, man muss in die nächste Phase auf alle Fälle rein investieren. Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Also dass jedenfalls das zur Wirtschaftspolitik auf alle Fälle ein Element dazugehören muss, das Wachstum von solchen Unternehmen, die eben ein gewisses Level erreicht haben, dann auch mitzufinanzieren und zwar mit öffentlichem Kapital. Ja, oder von mir aus hier noch Kapitaleinsammelstellen zu schaffen, die hier verortet sind. Das halte ich jedenfalls, halten wir für insgesamt für ein Thema, dass wir ja doch sehr, sehr stark das Geschäftsmodell haben, dass hier die großen Fonds kommen, hier investieren, gucken, was kann man hochziehen, dass dann natürlich nach einer gewissen Zeit, dass in sehr kurzen Fristen wieder verkaufen und man weiß nicht, wie viel bleibt dann davon tatsächlich hier auch hängen an Wertschöpfung und so weiter. Und hier nur so ein Dauerdurchlauferhitzer, das wird kein, das ist kein Wirtschaftsmodell, was tragen wird hier. Nö, wir haben ja Wirtschaftsmodelle, die da sind. Philipp, sag noch was und dann haben wir hier zwei. Ja, ich möchte auch ein bisschen davor warnen, Tegel jetzt als ein Startup-Paradies zu betrachten, sondern die Startups spielen da drin nur einen ganz kleinen Teil, diesen Teil einer größeren Wertschöpfungskette. Uns geht es darum, dass wir von der Ideenfindung im universitären Bereich, von der Erforschung über die Pilotierung, die Kommerzialisierung von Produkten eben auch in die Produktion reingehen. Was uns fehlt in Berlin, ist das Hochskalieren. Ja. Startups haben wir genug, das ist nicht das Problem. Ideen haben wir auch genug. Es geht um das Machen, das Geld verdienen, das Arbeitsplätze schaffen und das, dafür schaffen wir die Plattform. Und eben vom Kleinen bis zum ganz Großen. Und wenn man sich die Wissenschaftsparks oder Adlershof ist das beste Beispiel. Peter, vielleicht hast du ein paar Worte dazu, dass ich eh gemeldet. Er wollte gerade, er hat die Hand schon rum. Ich kann mir schon vorstellen, was du erzählen möchtest. Wunderbare Überleitung. Yes, danke. Ja, vielleicht kurze Bemerkung. Ich arbeite für den Technologiepark Adlershof. Und ich möchte nicht nur davor warnen, dass wir jetzt die Berliner Gründerszene beschwören. Es gibt sie so nicht. Es gibt eine Gründerszene, die im B2C-Geschäft, also im Endkundengeschäft tätig ist und die hauptsächlich also solche App-Entwicklungen machen. Aber jeder Hype appt mal ab. Und das kommt relativ fix, das ist auch schon gesagt worden. Wir haben in Berlin seit langem schon eine sehr gut sich entwickelnde und auch etablierte technologieorientierte Gründerszene, aber auch eine Szene von hochspezialisierten
Technologieunternehmen, die hauptsächlich im Industriekundengeschäft tätig sind. Und das ist die Klientel, das ist das Klientel, auf das wir eigentlich auch setzen, sowohl in Tegel als auch in Adlershof, dass wir diese sehr langfristig orientierten Unternehmen, die wollen keine Marktführerschaft erreichen, die wollen Technologieführerschaft erreichen, dass wir auf das setzen. Und da haben wir in Berlin nämlich eine ganze Menge. Und eine der Hauptaufgaben, die ich in der Politik sehe, ist, dass sie die Rahmenbedingungen schafft, dass sich diese technologieorientierte Szene, wo auch immer, in Tegel, in Adlershof, in Schöneweide, in Buch und sonst wo und Charlottenburg optimal entwickeln kann, und zwar innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin. Was soll sie genau tun, damit sich diese Szenen optimal entwickeln können? Naja, indem wir zum Beispiel mal darauf hinwirken, dass es nicht möglich ist, durch die allzu große Nähe von Wohnen und Arbeiten man gegen gewisse Gewerbe Stopp, klagen kann. Ich bin raus, das war mir zu lang. Was muss genau passieren? Ich möchte eigentlich nur, dass die Politik die Sorge dafür trägt, dass solche Technologieparkprojekte auch im innerstädtischen Raum sich optimal entwickeln können. Dass man zum Beispiel keine Konfliktlinie zwischen Wohnen und Arbeiten aufbaut. Also Aufhebung des Lärmschutzes. Dass man zum Beispiel sich das überlegt. Ich meine, wenn ich eine Firma habe, eine Hightech-Firma, Geräusche werden sie produzieren. Und wenn die einen Auftrag haben, dann muss eben am Sonntagabend die CNC-Fräse angeworfen werden. Und wenn daneben an irgendeine schicke Loft ist und denen die Plomben aus den Zähnen fallen, weil das so laut ist, ja, also da müssen wir schon mal Kompromisse eingehen. Ich wohne gegenüber einem Recyclinghof der BSR. Mir musst du es nicht erzählen. Ich wohne in der Nähe von einer der meistbefahrenen Autobahnen der Welt. Also ich weiß nicht, das ist auch ein Genau, wir beenden den Wettbewerb mit einer weiteren Wortmeldung. Also ich kann etwas sagen zur Solarenergie, weil ich dort eine Juniorfirma habe an der Illinois-Ostrom-Schule, wo Schüler zusammen mit einer Firma Solaranlagen installiert haben. Und wir haben die erste Solaranlage für 60.000 bei Lehrern gesammelt und es gab auch ein paar Investoren A5.000. Dafür haben wir 49 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Über 20 Jahre bekommen wir das Geld ja zurück. Also wir haben aber keine riesige Rendite, also unter 3%, muss man mal ganz klar sehen. Also wir haben uns keine goldene Nase verdient. Außerdem haben wir das Geld, was wir zurückbekommen haben, über die Solaranlagen in neue Solaranlagen installiert. Also so ein bisschen so ein Perpetuum. Bei 49 Cent Einspeisung habt ihr nichts verdient? 3% Rendite hatten wir. Was habt ihr mit dem Geld gemacht? Wir haben das Geld gesammelt und neue Solaranlagen installiert auf Schulen. Wir haben 3 weitere Solaranlagen installiert. Und nur ganz kurz, jetzt ist die Anlage würde jetzt noch 30.000 kosten. Die Einspeisevergütung ist aber auf 16 Cent rückgeschraubt worden. Und 10% muss man noch selber verwenden. Mit dem Landesschulamt können Sie das vergessen. Also wir haben eine Minusrendite, deswegen haben wir das eingestellt. Und in Deutschland ist die Solarbranche, deswegen zehntausende Arbeitsplätze sind platt gemacht worden. Das ist im Grunde genommen eine Boomwirtschaft und die ist platt gemacht worden. In anderen Ländern boomt das ohne Ende. Und wir waren Vorreiter mal und jetzt ist es platt. Das nur dazu. Geben Sie es dahin. Entschuldige, das ist Quatsch. Wir hatten hier eine Wortmeldung. Ich würde. Aber darf ich dazu was sagen? Also wer? Jakob, nee, stopp mal. Lieber dann unter vier Augen aus. Ich habe ein neues Thema, sonst. Okay. Also ich bin mein Mikro an. Nein. Jetzt? Hört dich nicht. Ich mache vor dem Mikro. Ich habe eine laute Stimme. Ich bin Thomas Birk. Ich bin der Sprecher für Verwaltungsmodernisierung in der Fraktion und ich wollte ein Thema, was wir hier vor anderthalb Wochen hatten, mit dem Thema, was hier auf dem Podium ist, verbinden. Wir hatten nämlich einen offenen IT-Gipfel und viele der Start-ups sind ja nun in dem Bereich unterwegs und es geht um Rahmenbedingungen und da können wir von 3 Städten lernen. Erste Stadt, München. München hat vor 10 Jahren entschieden, auf Open Source die Verwaltung umzustellen und hat damit sozusagen die Konkurrenz belebt. Die Open Source-Szene im Gegensatz zu Microsoft hat eben wirklich eine Chance hat, in die Verwaltung reinzugehen. Wir haben es in Berlin lange versucht. Es wurde uns immer wieder abgelehnt. Hätten wir das auch so gemacht, hätten wir hier einen unheimlichen Innovationsschub, weil wir haben diese Firmen alle auch in Berlin ansässig. Zweites Beispiel, wir haben Probleme mit der Software von Schulen, also Verwaltung und Schule einerseits und moderne Lernplattform. Andererseits, Bremen hat eine in Berlin ansässige Firma genommen, um beides zusammen aufzubauen, zum selbst für recht wenig Geld. Die Firma sitzt in Kreuzberg. Wir haben diese Probleme seit 8 Jahren nicht gelöst, aber 14 Millionen damit verbrannt. Und das dritte Beispiel,
Beispiele Transparenz. Hamburg hat ein Transparenzgesetz gemacht. Wir haben vor 3 Jahren das sozusagen abgekupfert, auf Berlin umgeschrieben und hätten es gerne auch in Berlin. Dann hätten wir nämlich auch da eine Innovation, die in die Start-up-Szene reinwirken könnte, weil die ganzen Daten, die dann im Netz stehen würden, über die Berliner Verwaltung und die den nachgeordneten Behörden und so weiter, könnte man nutzen, um Apps daraus zu machen. Und es würde dann natürlich auch in die Zivilgesellschaft reinwirken. Aber es hat einen Nebeneffekt gehabt. Hamburg musste nämlich, um das umsetzen zu können, ganz schnell die elektronische Akte voranbringen. Deswegen ist da auch ein unheimlicher Innovationsschub in die Verwaltung reingekommen. Das sind alles die Rahmenbedingungen, die man setzen kann, um eine Verwaltung und die ganze Stadt zu modernisieren. Was ein interessanter Beitrag ist, weil das mal dieses Thema grüne Wirtschaft rausnimmt aus dem Gänseblümchen-Teil und aus der Green Technology, sondern in eine Art grüner Spirit, ein grüner Geisteszustand, der, wenn er in die Verwaltung kommt, dann die Wirtschaft auch ankurbelt. Da gucke ich jetzt dich an. Was wäre denn der grüne Zustand, den wir erreichen müssen, damit hier die Grünen die Wirtschaft ankurbelt? Also, es muss niemand irgendwelche grüne Zustände erreichen, zur Beruhigung. Diejenigen, die vielleicht, wie Charmin gerade sagte, nicht das Sonnenblümchen im Parteibuch stehen haben. Was aber wichtig ist, und Thomas hat es angesprochen, ist die öffentliche Verwaltung. Und man darf nicht vergessen, wie viel Geld und wie viel Masse die umsetzen im Jahr. Also dass das ein echter Wirtschaftsfaktor in so einer Stadt ist, die halt eben nicht gerade Unmengen an DAX-Konzernen hier hat. Also das ist ein Riesenmarkt und eine Riesenchance. Und mal von dem Thema Verwaltungsmodernisierung weg. Wir haben im gesamten IT-Bereich, keine Frage, Thomas. Wir entwickeln Produkte, die woanders verkauft werden, aber unsere Verwaltung benutzt sie nicht. Aber auch das Thema, was der ganzen Frage Energiewende einen Riesenschub gibt, die energetische Sanierung von Gebäuden, da gucken wir natürlich immer auf andere und sagen irgendwie Hauseigentümern, macht doch mal in euren Häusern. Und die öffentlichen Gebäude des Landes Berlin stecken am Infrastrukturstau irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten und da tut sich so gut wie gar nichts. Ja, also ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber es tut sich so gut wie gar nichts. Und was für einen Riesenschub das auslösen würde, jetzt ist Stefan Schwarz schon weg, aber allein für die Berliner Handwerker-Szene, würde ich fast sagen, ja, nämlich Kreativszene, wenn wir sagen würden, da tun wir jetzt richtig was in der energetischen Sanierung der öffentlichen Gebäude. Wir gehen da richtig voran in Berlin, weil ich kann doch so wahnsinnig schlecht als Staat jemanden dazu zwingen, was zu tun, was ich selber gar nicht mache als Staat. Also da nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern da wirklich auch Maßstäbe zu setzen, das würde Energie sparen, das würde vielleicht auch Technologien nochmal neu zu einem neuen Sprung verhelfen. Stichwort irgendwie die ganze Dämmindustrie, die finde ich nämlich auch nicht so richtig prickelnd. Es wird Arbeitsplätze schaffen und es wird einfach Berlin auch tatsächlich, was uns alle wünschen, auch ein Stück weit einen Vorbildcharakter geben. So, und deswegen nochmal letzter Satz, ist der Diskussion, die wir hier führen um das Stadtwerk, das ist das Bonsai-Stadtwerk, wie es der Kollege Schäfer immer nennt, was sie gegründet haben, das ist ja wirklich nur ein Briefkasten an der Tür. Wenn man da aber Geld reingibt und sagt, jetzt macht die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden zusammen mit den Wohnungsbaugesellschaften des Landes, die tatsächlich ja irgendwie den echten Bestand noch haben und dann noch die Schulen dazu, dann wäre echt schon was gewonnen auf dem Weg zu Klimazielen und auch auf dem Weg irgendwie hier auch Wirtschaftskraft eben auch zu generieren mit öffentlichem Geld. Ja. Ja, und nicht zu vergessen, dass der Wahnsinnswirtschaftsboom Berlins im Beginn des 20. Jahrhunderts unter anderem durch öffentliche Infrastrukturinvestitionen ausgelöst wurde. Hier haben wir noch einen Wortbeitrag. Ich finde, es wird immer so sehr viel mit Superlativen gearbeitet. Neue Projekte, neue innovative Parks und so weiter und so fort ist wichtig. Ich will das gar nicht kleinreden, aber wir haben in Berlin unwahrscheinlich viel Bestand an Immobilien, an Flächen etc., wenn man vielleicht in diese Richtung denken könnte, was machen wir denn mit dem Bestand? Man könnte auch die Bauverordnungen neu denken, dass bei Modernisierungen, Ausbau, Umbau, Neubau sowieso, aber dass dann bestimmte Technologien berücksichtigt werden müssen und die auch mal genau unter die Lupe nehmen, wie jetzt gerade die Gebäudedämmung angesprochen worden ist. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Humbug und eine Umweltsünde, die da begangen worden ist. Also wirklich genau hingucken, was ist denn innovativ und grün und ökologisch und nicht immer nur auf die neuen Projekte. Berlin ist schon eine riesige Stadt. Wenn man den Bestand einfach mal angreift und sich traut, auch die Gesetzgebung dahingehend zu bringen, dass Immobilieneigentümer investieren müssen und die können sich das leisten, das könnt ihr mir glauben, dann haben wir auch schon viel gewonnen, denke ich. Außerdem sagte Ramona ja, das Einzige, was in Berlin momentan nicht fehlt, ist Geld. Wir haben hier eine Wortmeldung und dann den Herrn. Doch nicht?
zieht zurück, deshalb zu Ihnen. Ja, guten Tag. Henning Vogelt, ich bin aktiv im ADFC und freue mich natürlich, ich möchte mal einen Bogen wieder an den Anfang spannen, freue mich natürlich, dass der Radverkehr so positiv dasteht, möchte Sie aber jetzt mal nicht zu sehr desillusionieren. Vor einem Monat war ich bei der CDU, da ist die Bandbreite genau die gleiche wie jetzt hier. Das Problem scheint irgendwo außerhalb der Politik zu liegen. Und ich denke mal, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass das öffentliche Bild von Verkehr nicht von der Politik gemacht wird. Das wird von denen gemacht, die daran verdienen. Wir haben eine sehr reiche Autoindustrie in Deutschland und die sorgt auch dafür, dass Autos gekauft werden. Und während wir hier ein paar Elektroautos dazu bekommen, haben wir also Tausende von SUVs gerade gekriegt. Also das Straßenbild wandelt sich sicherlich nicht durch die gesamte Gesellschaft. Wir sehen ja nur diejenigen, die ein Auto haben. Wir sehen jetzt nicht die, die gerade kein Auto haben. Muss man differenzieren. Aber der Appell ist derjenige, dass die Politik aktiver gegenhält gegen dieses Weltbild der Mobilität, was kommerziell verbreitet wird. Generell geht es ja darum, dass man mal sagt, wir wollen nachhaltig agieren und denken, und zwar nicht nur Mülltrennung, sondern, jetzt komme ich mal zu Ihnen, sondern generell im Umgang miteinander, mit der Arbeit, mit den Menschen, mit und so weiter. Wenn man dieses Primat der Nachhaltigkeit mal hinsetzt, dann werden die Leute vielleicht auch überlegen, ob sie sich den nächsten SUV kaufen. Wenn aber der Staat nicht vorangeht, ja, wenn die Eltern das nicht vorleben, dann können... Vielleicht auch noch ein Satz dazu, weil gerade die Frage der Mobilität natürlich eine ganz knallharte ist. Das ist nichts mit Folklore, da werden heftigste Auseinandersetzungen geführt und die Grünen haben da auch schon einige Erfahrungen in ihrem langen politischen Leben damit gemacht. Christian lacht neben mir. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich gerade die Frage Autoverkehr und Radverkehr anschaut, in einer wachsenden Stadt, ich habe natürlich nur begrenzten Straßenraum. So, und ich als bekennende Fußgängerin möchte davon auch noch was abhaben im Übrigen. So, das sind natürlich Verteilungskonflikte. Und ich verstehe auch Politik auch so, dass Politik nicht nur sagen sollte, es wäre schön, wenn Politik aber auch nicht nur rein maßregeln sollte, sondern wir müssen einen Interessensausgleich schaffen. Und wir sehen, dass unglaublich viel mehr Menschen als früher Rad fahren. Sage ich jetzt mal ganz neutral und gar nicht mit einem grünen Geisteszustand versehen. Und diesen Interessensausgleich allein muss ich schon schaffen in einer Stadt, die anders bislang getickt hat. Und das allein schon als Aufgabe sich zu machen, und da haben Sie völlig recht, es liegt nicht nur in der Politik, es ist nicht nur ein Erkenntnisproblem, aber es ist auch eins. In der Mobilität werden die heftigsten Kämpfe ausgetragen und ich glaube durchaus, dass man da auch vorankommen kann, nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand, aber gerade diese Frage Interessensausgleich in einer Stadt, ich glaube, das ist, sage ich mal vorsichtig, sehr wichtig für die nächsten Jahre, weil wir da eine Infrastruktur schaffen müssen, die eben nicht für die nächsten 3 Jahre nur ist, sondern wirklich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und da hat der Radverkehr einfach einen anderen Anteil daran, als es bislang der Fall ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine ernsthafte Auseinandersetzung, wo wir auch Unterstützung brauchen, wo es die auch gibt in der Stadt, wo sich aber halt eben auch mal was entscheidet, finde ich. Christian? Ich finde Radverkehr auch toll. Radverkehr ist das eine, ÖPNV ist nochmal das andere. Ja? Und wir haben mit das beste ÖPNV-System, also das muss ich jedenfalls wirklich nicht verstecken, also die BVG, die S-Bahn und so weiter. So, und natürlich ist das bei dem Maß an Bevölkerungswachstum, was wir haben, muss dringend da weiter rein investiert werden, mehr will ich jetzt mal gar nicht sagen an der Stelle, aber das hat auch was damit zu tun, ja, worin wird dann da investiert? Und wir haben eine Bahnindustrie und auch eine Straßenbahnindustrie und eine Regionalverkehrsfahrzeugsindustrie, die haben wir in Berlin und drumherum. Ich sage es nur deswegen, weil es gibt nicht nur die Automobilindustrie. Ja? So. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass alles nur noch ganz klein und mini und small und niedlich ist, sondern es gibt natürlich ganz handfeste Industrie, die auch sicherlich auch eine Menge Energie verbraucht und so weiter, aber die gute Arbeitsplätze hat, die gibt es, um die kann man sich auch kümmern und sollte es vielleicht noch mehr tun, als es bisher ist. Ich mache nur einen kurzen Zwischenruf, dann dürfen alle wieder in die politikerische Schraube zurück. Aber gerade da, wenn ich mir anschaue, dass wir eine S-Bahn-Ausschreibung betreiben, die tatsächlich milliardenschwer ist und die ganz sicher nicht bei der Berliner Regionalbahnverkehrsindustrie ankommen wird, sondern ganz woanders, dann frage ich mich schon, wo da eigentlich Berlin steht in der Frage ÖPNV. Ich gebe den allen anderen völlig recht, es ist nicht nur Mini und Small, es geht auch um den öffentlichen Nahverkehr und da müssen wir auch zumindest State of the Art bleiben und beim Thema S-Bahn muss man noch einiges tun.
Ich finde auch ÖPNV ist ein wichtiges Thema, aber leider gar nicht meine Stärke. Deswegen wechsle ich gerade elegant zu einem anderen. Und zwar, gerade wo in die Startups so angehubelten Green Tech ist die Lösung von allem, finde ich total schwierig, weil wir haben klein Berlin eine große Startup-Szene, aber wir haben halt unglaublich viele KMUs und kleinere, mittlere Unternehmen, also ne, die eigentlich die ganze Wirtschaft florieren lassen, wo man nicht sagen muss, man braucht neue kleine Startups, okay, Zalando ist wahrscheinlich kein Startup mehr, so ein großer Konzern, die florieren, weil diese sind nicht nachhaltig, sie agieren nicht nachhaltig im Sinne von Mitarbeiter, es ist nicht ökologisch und zu sagen, das nur weil es Arbeitsplätze schafft, ist es super nachhaltig. Klar, im Greentech-Bereich ist es nachhaltiger oder besser, aber auch da wieder, was man für Ressourcen braucht, um ein Elektroauto herzustellen oder gerade ein selbstfahrendes, was man da wieder für Materialien und Energieaufwände hat, ist die Frage, ob es nicht Sinn macht, da das Alte zu nehmen, besser zu machen oder effizienter. Deswegen immer, auch das passt vielleicht dann zu sehr mit meinem Geschäftskonzept, aber ich bin großer Fan von geworden, nicht in Startups und teuren, bunten, glänzenden, glitzernden Sachen der Lösung zu sehen, sondern zu gucken, wie hat man es früher gemacht und besser, und die KMUs sind nun mal die würden sie wachsen, würden sie es vielleicht leichter haben, würde man da ihnen noch mehr Förderung erhalten. Ich weiß nicht, was da die besten Formen sind. Okay, schön mal Punkt, um konkrete Fragen zu stellen. Ja. Was für eine Art von Förderung? Wachstumsförderung. Im Sinne von, naja, es gibt ja in Berlin, stellt ja immer viele Gelder für super innovative Sachen bereit, haben wir gehört, ist ein bisschen schwierig, aber kriegt man. Es gibt super viele Gelder für Vereine. Es gibt keine leichte, unbürokratische Art, auch da für nachhaltige Prozesse Gelder ranzubekommen. Wenn man also Nachhaltigkeit weiterdenkt als nur, ich mache eine neue. Genau, also wenn es keinen innovativen Faktor hat, wenn man jetzt sagt, der Handwerker von nebenan will von seinem normalen Auto auf ein Elektroauto umrüsten oder irgendwie sich ein Lastenrad holen, glaube ich nicht, dass es für ihn irgendwo Gelder gibt. Oh, das wäre aber interessant. Jetzt fragen wir mal den Präsidenten. Ist denn in der Urban Tech Republic auch noch Platz für Ideen, die neu innovativ sind, aber halt keine Technologie haben? Zwingend. Okay. Also ich glaube, also ich predige natürlich das hohe Lied der Technik, das ist vollkommen klar, aber gleichzeitig sage ich auch, wo immer es geht, Low-Tech. Eine kluge Planung kann ganz viel Technologie ersetzen. Also wenn ich Gebäude mit riesigen Glasfassaden mache, die die Sonne reinlassen, dann muss ich es von innen wieder kühlen, etc. Also diese ganzen Wirkkreisläufe. Wir planen an ganz vielen Stellen falsch. Und das ist der Punkt, wo man, glaube ich, mit Rückkehr, Rückbesinnung auf alte Prinzipien ganz viel an Technologie, die hinterher wieder korrigiert, was ich am Anfang falsch gemacht habe, vermeiden können. Insofern bin ich da völlig bei dir, das finde ich auch richtig. Danke. Ja. Der zweite Punkt, das hattest du, Jakob, vorhin gesagt, jetzt investieren wir wieder in so ein Großprojekt und das kostet wieder so wahnsinnig viel, sollte man das Geld nicht in andere Dinge investieren? Das ist eine Diskussion, die ärgert mich so wahnsinnig, wenn ich mir angucke, was wir in Adlershof erreicht haben zum Beispiel. Da wurden, 1,4 Milliarden investiert, also 1,7, Kaufkraft heute wären es wahrscheinlich 2,5 Milliarden ungefähr. Da kommt so viel zurück an Steuereinnahmen inzwischen. Die Unternehmen machen mehr als 2 Milliarden an Außenumsatz. Das ist 360 Millionen ungefähr an Steuereinnahmen für die öffentliche Hand. Rechnet sich das, aber rasend schnell. Also die Frage, was wird Tegel den Steuerzahler kosten mittelfristig? Gar nichts. Wir kriegen so viel zurück, wir werden so viele Einnahmen haben daraus, dass ich diese Frage gar nicht stellen sollte. Das ist natürlich eine langfristige Betrachtung. Ich weiß, die Anfangsdiskussion ist immer hart, das merke ich ja auch jedes Jahr, wenn mir der Finanzsenator dann wieder meine angemeldeten Planungsmittel halbiert und das Parlament dann wieder, es ist ja ein mühsames Ritual, das sich da inzwischen entwickelt hat, aber eine große Verbesserung. Also Nussbaum hat noch 70% gestrichen damals, diesmal waren es nur noch 50%. Ist doch ein Fortschritt, ist doch was. Genau, ja. Den Großprojekten machen, es gibt manchmal die Notwendigkeit, solche großen Projekte auch loszutreten, weil bei den urbanen Technologien, das ist eine Riesenchance, und es gibt auch ein paar, Philipp, das solltest du nochmal sagen, ein unique selling point bei diesem Projekt, nicht nur, dass dort geforscht, entwickelt, gebaut, sondern auch ausprobiert werden kann. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das hat keiner in der Welt. Man muss solche Projekte manchmal groß hochziehen, aber sie müssen zwei Dinge tun. Sie müssen irgendwann einmal einen Tipping Point erreicht haben, an dem die öffentlichen Investitionen danach nachweislich
dramatisch wieder zurückgehen. Wir hatten von 1991 bis 2005 80% öffentliche Investitionen, 20% private in Adlershof. Seither haben wir 70% private Investitionen und 30% und es sinkt weiter. Und noch etwas, immer bei diesen großen Projekten auch darauf achten, irgendwann einmal haben die auch indirekte Effekte und induzierte Effekte. Auf jeden in Adlershof heute geschaffenen Arbeitsplatz kommt ein weiterer in Berlin. Und das haben wir noch gar nicht mit reingerechnet. Das heißt also, auch das spricht durchaus für ein Großprojekt. Und wenn wir eine so schöne große Fläche da haben in Tegel, nutzen, bitte nutzen. Ganz kurz, für jeden geschaffenen Arbeitsplatz in Adlershof gibt es noch mal einen in der Stadt. So in, okay. Dann der Herr dort hinten, hat er sich gemeldet? Entschuldigung, es war eine Dame. Ich habe nur eine Hand gesehen. Ja, macht nichts. Ich wollte nur zwei Punkte kurz. Also einmal noch zu dem Unverpackt. Ich glaube, da wäre das Wichtigste, dass in Analogie zu der alten Dosenpfanddebatte da wirklich eine richtig massive Besteuerung oder Abgabe nicht nur auf die Plastiktüten, die ja in der Diskussion immerhin sind, sondern auf die Summe der Plastik- und Verpackungsmaterialien kommt. Ich glaube, das würde sofort enorm helfen, ohne dass das wieder eine Subvention für ein spezielles Unternehmen sein müsste. Das wollte ich nur mal als Beispiel. Und als zweites wollte ich noch mal ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, hier herrscht so eine Mutlosigkeit in Richtung auch technologischen Fortschritt. Also das Bild, was Philipp Boutillier vorhin gezeigt hat zu dem Einsatz der regenerativen Energien. Kurz noch mal, um das Jahr 2001 wurde auf grüne Power wirklich in massive grüne parlamentarische Power gegen den damaligen Minister, wie hieß er, Werner Müller, der auf Großindustrie stand, wurde das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt, was dieses Bild, was du vorhin gezeigt hast, mit dem, was da wirtschaftlich passiert ist, entstanden ist. Und heute sind wir an der Schwelle, dass alle sagen, Energiewende und die großen Energiekonzerne wissen eigentlich nicht mehr, wie sie ihre Zukunft, weil sie es verpennt haben, sich auf diese neuen Strukturen einzulassen, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Und das ist also praktisch ein Prozess von 15 Jahren. Und deswegen möchte ich schon noch mal Mut machen, auch im Verkehrssektor aktiv darauf hinzuarbeiten und sich da nicht beirren lassen. Das ist möglich, auch mit bestimmten Technologien, die gar nicht so super sensationell sind, Wände zu erzeugen, die auch wirtschaftlich von der großen Industrie zur dezentralen Wirtschaft neue Strukturen ermöglicht. Also ran an die Buletten. Wow, das war aber echt gut jetzt. Das fand ich aber prima und vor allem dezentral. Denn ich habe mal mit dem Botschafter von Monaco gesprochen und der hat gesagt, ich habe ihn gefragt, was ist Ihre Erfolgsstrategie? Und er sagt, na, unsere Erfolgsstrategie ist ganz einfach, immer die Besten sein in dem, was wir machen. Er sagt, wir sind zu klein. Ja, die machen schon einiges, jedenfalls sind sie erfolgreich. So. Womit auch immer. Und er meinte, wir sind zu klein, um irgendwo Nummer zwei zu sein. Wenn wir was machen, müssen wir da die Nummer eins sein, egal was wir machen, beim Glücksspiel zum Beispiel. Und ich finde, Berlin ist in einer ähnlichen Situation. Wir haben einige Sachen, wo wir wirklich, wirklich vorne sind und können uns nicht leisten, da den zweiten Platz zu bekommen. Die Frage ist, wie entfesseln wir jetzt die dezentrale Kraft der vielen Berliner, die wie du Ideen haben und die vielleicht noch nicht den Supermarkt eröffnet haben, sondern in der Planungsphase sind. Wie entfesseln wir dieses Potenzial, was in Berlin definitiv da ist? Da gucke ich jetzt mal zu sofort, dir rüber. Sofort ein Beispiel dafür. Ich bin in Tegel. Nein, aber was wir tatsächlich gemeinsam machen können, und zwar alle miteinander. In Tegel werden wir ein neues Wohngebiet bauen mit 5000 Wohneinheiten. Das Schumacher-Quartier. Das wäre 5000 Wohneinheiten. Das wäre das Quartier, wo wir dafür sorgen müssen, dass das Vorbildquartier schlechthin wird, wo alle diese Technologien zum Einsatz kommen, wo wir klug planen, die grün wird als Viertel, wo wir genau das ausleben können. Aber das müssen wir durchsetzen. Die Gefahr besteht immer bei dem Druck, den wir im Augenblick haben, dass durchgemetert wird, dass wir billigen Wohnraum schaffen. Und das kann es nicht sein. Da müssen wir alle wachsam bleiben. Das ist so eine privilegierte Art von uns zu sagen, okay, ökologischer Wandel vor sozialen Bedürfnissen. In dieser Stadt ist billiger Wohnraum vonnöten. Und warum muss das nicht kombinierbar sein? Warum muss es sich widersprechen? Das finde ich total abgehoben. Nicht von Ihnen allgemein.
Yes. Ja, da muss man auch fragen, müssen die Wohnungen denn so groß sein? Der Quadratmeterpreis, der interessiert mich doch gar nicht am Ende. Sondern die Größe am Ende. Nein, also der Quadratmeter. Ja, also wie viel Budget habe ich? Was kann ich mir denn leisten als Student oder als, nicht? Wie viel? Also absolut. Und darum geht es ja. Und dann sind es vielleicht halt kleinere Wohneinheiten. Aber in 8 Quadratmetern kommt man auch klar. Muss man halt im Stehen schlafen, Ramona. Was? Die Entfesselung der Kraft Berlins. Ja, zu dem anderen muss ich aber schon noch mal was sagen, weil das natürlich sozusagen die Diskussion ist, die uns hier zumindest auch oft genug aufgedrängt wird, das Ökologische, das ist ja das für die Latte Macchiatos, die können sich das leisten und der Rest kann sich das alles ja gar nicht leisten und das ist irgendwie so, also ich möchte jetzt hier keine Diskussion um externalisierte und internalisierte Kosten führen, aber irgendwo muss ich das doch schon abbilden, was wir für Kosten sonst produzieren, wenn wir halt eben so weitermachen und so weiterleben, weil das vielleicht nicht im Quadratmeterpreis sich ausdrückt und so weitermachen, aber woanders. Nichtsdestotrotz, es ist ein Zielkonflikt, der sich politisch wird auflösen lassen müssen, weil wir ansonsten irgendwie in der Sackgasse stecken. Und ich weigere mich bis heute zu glauben, dass billiges Wohnen immer unökologisches Wohnen ist. Ich glaube, dass es da durchaus anderes gibt, noch andere Beispiele. Das ist die aktuelle Diskussion, da habt ihr völlig recht. Wir bauen ganz schnell irgendetwas mit irgendwie, frag mich nicht, welchem Material und das muss die nächsten 50 Jahre irgendwie halten. Das ist nicht der Anspruch, den man daran haben sollte. Aber ja, auch dann muss man, glaube ich, auch von unserer Seite aus sagen, wo man ansonsten sparen kann, auch an den Prozessen und auch an dem Geld, wenn es eben nicht am Ökologischen ist. So, beim Ökologischen ist. Ich glaube, dass das eine echte Herausforderung ist. Und wie entfesseln wir die Kräfte? Auch hier bin ich davon überzeugt, dass es halt eben nicht mit Angst geht, also nicht mit Angst auf, was kommt da auf uns zu, Angst vor Technologie, Angst vor, es könnte so teuer werden, Angst vor wovor auch immer. Auch das braucht, glaube ich, wirklich gerade Mut und Zuversicht. Also es war heute schon öfter Thema, dass Angstgetriebenheit in der Politik, dass Angst einfach kein guter Ratgeber ist. Man braucht Mut und Zuversicht und auch mal das eine oder andere Ziel, was man dann auch setzt tatsächlich. Und dann ist es entweder die Electric City oder es ist irgendwie die Klimahauptstadt oder es ist eben die Fahrradhauptstadt und dann muss man das verfolgen und auch machen. Da Geld und Zeit und Gehirnschmalz reinstecken. So, und es klingt jetzt sehr banal, aber ich glaube, dass in der Politik und gerade in Berlin das von top-down an manchen Stellen gar nicht mal so schlecht ist. Beim Thema Vielfalt und Diversity das Richtige und ich glaube bei diesem Thema auch. Und da muss man auch als öffentliche Hand, wie ich es gerade beschrieben habe, auch mit einem anderen Beispiel vorangehen. Ist wohl wahr. Ich merke, ich kriege hier Anweisungen aus der Regie, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende. Allerdings möchte ich euch die Möglichkeit geben, wenn ihr möchtet, noch etwas, einen Wortbeitrag zu geben. Weil wenn nicht, möchte ich am Schluss nochmal Jakob fragen. Wollt ihr noch mal einmal durch? Genau, wir fangen einfach nochmal hier an. Christian möchte auch was sagen. Wir fangen einfach mal hier an. Jeder von euch darf nochmal. Ich kriege jetzt so schwierige Fragen immer von dir, ne? So ganz. Ich stelle jetzt gar keine Frage mehr. Du kannst jetzt einfach so in die grüne Wiese. Nein, ich kann nicht was fragen. Du beweist ja, dass die Angst vor alles wird teurer, wenn wir ökologisch werden, nicht wirklich stimmt, weil dein Projekt zeigt ja, dass große Festivals durchaus ökologische Festivals sein können und trotzdem Geld verdienen. Was ist das Prinzip, das dahinterliegende Prinzip, was wir auf andere Branchen anwenden können? Das kann ich in der Tat wirklich gut beschreiben. Geht doch. Also, die Kreativwirtschaft, also die Akteure, mit denen wir arbeiten, die kommen von einer gedanklichen Haltung, da gibt es erstmal keinen Mangel, weil die Ressource, mit der du agierst, die Kreativität ist unendlich vorhanden. Das bedeutet, es ist wahnsinnig schwierig, mit denen über Nachhaltigkeit zu reden, weil wenn du das Gefühl hast, je mehr Kreativität du hast, desto mehr bekommst du ja auch. Jetzt sagst du, ja, aber wir müssen doch über Mangel reden und es ist wahnsinnig schwierig. Ist aber in der Tat eine Branche, die es geschafft hat, das Wachstum teilweise vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln. Deswegen, wenn du mich fragst, ich glaube, jeder Euro in die Berliner Kreativwirtschaft investiert, schafft viel mehr Arbeitsplätze als jeder Technologiepark, jedes Start-up-Center, definitiv. Also ich glaube, jeder Mensch, der in der Musikbranche arbeitet oder als Künstler oder als Theater oder als Autor, da sind 3, 4, 5, 6 andere anhängig. Das kann ich dir sofort nachrechnen. Jeder Euro, der in die energieeffiziente Sanierung von Spielstätten investiert wird, die von der öffentlichen Hand gefördert werden, das kommt direkt zurück. Also Theater kriegen Geld, du kennst das Problem, ich weiß nicht, was eure Energiekosten sind, die zahlt ihr nicht selber, die zahlt wahrscheinlich die Stadt Berlin. Jeder Euro, der investiert wird, euch energetisch zu sanieren, hilft sofort, weil ihr könnt sofort ins Programm investieren. Das heißt, da sehe ich die größte Effizienz, da sehe ich den Euro am besten investiert
um genau dieses Berlin zu bauen, das wir zeigen wollen. Nämlich eine Branche, die in der Welt wahnsinnig sichtbar ist, nämlich die Berliner Kreativwirtschaft, jetzt noch sichtbar zu machen in Sachen Nachhaltigkeit. Wow, Jakob. Ja, ja. Yes. Ach so, ja, vielleicht solltest du noch kurz sagen, was du machst, was die Green Music Initiative überhaupt ist. Guten Tag, mein Name ist Jakob Bielerwell, ich bin der Gründer der Green Music Initiative. Die Green Music Initiative ist ein Netzwerk von europäischen Kulturschaffenden aus dem Bereich Festival, Managements, Künstler. Und es geht genau darum, Energieeffizienzmaßnahmen zu entwickeln und mit den Akteuren gemeinsam umzusetzen. Wir sind aktiv in 27 europäischen Ländern und arbeiten mit Festivals von Roskilde in Dänemark bis Boom in Portugal, Glastonbury in England oder auch das wunderbare Melt-Festival ganz nah bei Berlin. Ja, yeah, ich glaube, er hat das schon mal jemandem erzählt vorher. Christian. Ja, ich finde es eine tolle Sache, oder? Also das muss man schon sagen. Als ich den Namen gehört habe, ich dachte zuerst, es ist irgendeine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass nur noch akustische Gitarren benutzt werden. Aus Holz. Und das ist aber doch ein schon etwas größeres Rad, was da gedreht wird. Ich möchte gerne vielleicht zum Schluss nochmal zwei Gedanken mit allen auf den Weg geben, sagen wir mal. Ja, wir haben ja hier viel über Energiefragen gesprochen, was ja bei den Grünen dann doch immer wieder offenbar unvermeidbar ist. Aber das war jetzt eine sympathisierende Äußerung. Ja? Nein, das ist ja klar, das muss ja auch sein. Ich war vorher heute auf dem SPD-Landesparteitag in Brandenburg, in Potsdam. Und da hat man immer folgendes Erlebnis. Also wer möchte, kann sich es gerne mal angucken. Das ist mal ganz toll. Also da kommt man hin und dann kommt man als erstes, ist die Greenpeace-Demo. Die beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Braunkohle im weitesten Sinne. Ich mache es jetzt wirklich nur so ganz kurz. Und danach kommt dann die Demo gegen den weiteren Ausbau der Windkraft, ja, also der Windenergie. Und das ist schon mal, also sagen wir mal, eine bestimmte Problemlage, die sehr interessant ist, die unter anderem natürlich dazu führt, dass man so eine gewisse Schachmatt-Situation da beobachten kann. Und die Politik, naja, macht halt irgendwie weiter. Will ich nur als Bild beschreiben. Warum sage ich es? Erstens, weil ich glaube, dass wenn man ernsthaft über diese energiepolitischen Fragen sprechen will, dann muss man solche Dinge mit im Blick haben, auch als Berlin. Und ich glaube, dass ich würde mir erhoffen von den Grünen, dass sie auch etwas vielleicht entspanntere Beiträge mitbringen für die energiepolitische Zukunft der ganzen Region. Das Verhältnis von Berlin und Brandenburg oder von der Stadt und dem Umland ist eines, wo ich glaube, dass da eine ganze Menge an Potenzial drin liegen. Und da benehmen sich beide Seiten, also wirklich ausdrücklich beide Seiten, glaube ich, nicht optimal miteinander. Und das kann man sowohl in der Energiepolitik wie in der Wirtschaftspolitik sich anschauen. Das wäre mir wirklich ein ausgesprochen wichtiger Punkt. Und die andere Geschichte lasse ich jetzt mal weg, weil ich habe schon genug gesagt. Danke. Danke. Ja, vielleicht fängt grüne Entwicklung einfach mal mit gegenseitigem Zuhören und Verstehen an und auf den anderen eingehen. Das ist ja schon mal was. Elena, möchtest du noch was sagen? Dich lasse ich jetzt bewusst aus. Esst mehr Kuchen. Was? Nee, stimmt, wir führen gar keinen Kuchen. Nee, es geht mir darum, man kann klein anfangen, man muss nicht einen vollen Park eröffnen vielleicht. Man kann mit einem Abteil, mit erstmal mit den Wohnungen anfangen. Ich bin keine Perfektionistin, ich bin nämlich ein sehr, sehr fauler Mensch. Und ich mag lieber eine Sache so halbfertig abzugeben, weiß, ich komme damit trotzdem durch, hat auch in der Schule funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, und auch Politik ist ja auch Kompromiss irgendwo. Daher, man braucht nicht die unglaubliche, perfekte Lösung zu haben, sondern einfach mal anzufangen zu machen. So haben wir es mit dem Laden gemacht. Wenn man da hingeht, sind die meisten immer überrascht und ich kriege immer zu hören, oh, der ist ja winzig, auf den Fotos sieht er viel größer aus. Und dann denke ich, ja, wir haben einen guten Fotografen gehabt. Gleichzeitig aber, wir haben angefangen, wir haben einfach mal gemacht, wir haben gezeigt, dass es geht. Und das hatte zur Folge, dass ganz viele das Konzept ähnlich umgesetzt haben. Deswegen bin ich ein großer Fan von einfach mal tun und nicht viel reden. Deswegen bin ich auch nicht in der Politik, glaube ich. Aber du bist in Berlin. Und wenn es eine typische Berliner Eigenschaft ist, die sich durch die Geschichte Berlins zieht, dann ist das dieses, wir fangen erst mal an und gucken, was draus wird. Insofern. Ja, und das Zweite, das Anfangen, Probieren gehört dazu. Und das Zweite ist das Durchhalten. Und das sind
unheimlich langfristige Geschichten. Ich werbe für mehr Beharrlichkeit und Durchhalten. Startups können nur groß werden, wenn sie durchhalten. Adlershof konnte nur durch Durchhalten groß werden. Bei uns ist es genau das Gleiche. Das ist ein Prozess, der ist auf 20, 30 Jahre angelegt. Also ich warne auch vor überhöhten irgendwie Vorstellungen, dass wir da reinrollen und nach 2 Jahren ist alles fertig. Das ist nicht so. Wir machen das in kleinen Schritten. Aber dieses beharrlich dabei bleiben und das Große aus den Augen nicht zu verlieren, das ist das, was uns alle, was uns allen gut ansteht hier in Berlin. Ist doch schön, da haben wir also ein Konzept für die Wirtschaft der Zukunft Berlins. Erstmal einfach anfangen und dann einfach mal durchhalten. Beides können wir wirklich mal ein bisschen optimieren, das ist wahr. Danke für unsere Gesprächspartner. Ja, das wird jetzt dramaturgisch schwierig, denn ich werde jetzt gleich unsere Panelpartner von der Bühne bitten. Wir bleiben aber da. Ihr müsst applaudieren, bis sie unten sind, damit sich das gut anfühlt, bitte. Dankeschön, dass ihr hier oben wart.